Ich möchte mich erstmal vorstellen. Also ich heiße Anna, ich bin 38 Jahre alt und arbeite als Friseurin. Und nutze ich die Chance, dass ich heute Abend hier bin, weil vielleicht eine kleine Anregung oder ja, also ein Wunsch, den ich hätte. Ja, ich habe geheiratet und danke. Habe natürlich auch nach Brautkleidern gesucht. Ich habe mir ein paar Monate Zeit genommen und bin mit Freundinnen von einem Laden zum anderen und habe mir wirklich, also ich glaube, ich hatte bestimmt 26 Kleider an oder so. Das ist so ein Hochzeitsplaner, den konnte man sich aus dem Magazin ausschneiden. Das sind 10, 15 Seiten oder so. Ich lese jetzt nicht alle vor. Da geht es halt so, hier auf der ersten Seite steht 12 bis 8 Monate zur Hochzeit. Und dann hat man hier so Ankreuzliste, Formalitäten und Dokumente, also alles, was man braucht, woran man denken soll. Die Torte zum Beispiel. Also hier gibt es noch, wir möchten eine flache Torte, 2 Stöcke, 3 Stöcke und mehr, Schokoladenkuchen, Fruchtkuchen, Käsekuchen, Nusskuchen, Äpfelbeeren, Erdbeeren, Pfirsiche. Diese Füllung schwebt uns vor, kann man auch ankreuzen. Sahne, Vanillecreme, Käsesahne, Joghurtcreme, Buttercreme, Quark. Unsere Torte soll die Farbe haben, rosa, weiß, blau, braun, lila. 3 Monate bis zur Hochzeit ist dann hier eine Überschrift, Tanzkurs, Sitzordnung und so weiter und so weiter. Wahnsinn, also ich würde sagen, bestimmt ein Jahr haben wir uns auf diesen Tag vorbereitet. Der Tag war auch Hammer. Naja, und wie es dann so ist, wir wollten dann natürlich auch unser Eigenheim haben und haben nach Häusern geguckt. Dann muss man vorher sich überlegen, wo sollen die Steckdosen hin oder wie viele Steckdosen zum Beispiel will man haben, in welchem Raum. 4 Jahre, das ist schon eine harte Zeit, stellt so eine Ehe auch dann auf die Probe. Dann haben wir in diesem wunderschönen Haus gewohnt oder wohnen auch immer noch mit Garten und ich wollte dann natürlich auch gerne einen Hund haben. Ja, so Nachmittag haben wir uns mal ans Internet, an den Computer und haben da mal so ein paar Stunden geguckt. Und dann haben wir einen gesehen. Und der ist es geworden. Halber Nachmittag, ne? Also, heute im Nachhinein, weil das Leben mit diesem Hund ist nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es ist ziemlich schwer eigentlich. Also, der springt Leute an, der hat schon mal einen Besucher gezwickt. Zumal ich jetzt auch noch meine Nachbarin kennengelernt habe, auf die bin ich ein bisschen neidisch. Die hat jetzt auch einen Hund und die beiden sehen ganz glücklich aus. Also, und ich habe mich mal mit ihr unterhalten und sie sagt, ja, ich habe mir wirklich Zeit genommen, den richtigen Hund für mich zu finden. Und die hat eine Hundetrainerin getroffen, die macht Beratungen vor der Anschaffung. Meine Nachbarin, die hat sich bestimmt ein halbes Jahr, hat die sich Zeit genommen, den passenden Hund zu finden. Naja, und da bin ich natürlich ein bisschen kleinlaut geworden, weil ich habe nur im Internet geguckt. Und jetzt, ja, jetzt komme ich dazu, dass ich das gar nicht wusste, dass es das auch gibt, Beratung vor der Anschaffung. Die neuen Hundetrainer mitgekriegt. Vielleicht könnt ihr das ja noch mal so mitnehmen. Also, weil ich wäre sehr dafür und würde es mir wünschen und macht doch einfach mehr Werbung für Beratung vor der Anschaffung.